Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit dem FC Bayern München. Ja, wir sind wieder zurück beim Legends Revenge Cup unter dem Motto Bayerns Reihezug durch Europa. Ja, wir sind wieder zurück, also bei der besten Liga der Welt. Wir schauen mal ganz kurz auf die Tabelle. Der FC Bayern München ist immer noch auf Platz 1 vor Real Madrid, Manchester United, dem FC Barcelona, Manchester City und den ganzen anderen Weltklasse-Teams. Aber man muss sagen, die letzten zwei Spiele haben die Bayern ein bisschen geschwächelt. Und das macht momentan wieder ein bisschen Hoffnung, dass es noch richtig spannend werden kann. Gegen den FC Arsenal beim letzten Mal verloren, gegen Zenit St. Petersburg nur ein Unentschieden mitgenommen. Und heute geht es gegen den FC Sevilla, die sogar momentan auf Platz 6 stehen. Punktgleich mit Manchester City und dem FC Barcelona. Also auf jeden Fall wird das ein schweres Spiel werden. So, wir gehen rein, wir spielen in der Allianz Arena. Im roten Trikot der FC Sevilla in weiß. Regen habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, ich spiele mal gleich wunderschön im heiteren Wetter. Und jetzt würde ich sagen, jetzt legen wir los. Ja, heute muss ein bisschen die Wende wieder herkommen. Die Spielleistung in den letzten Spielen war wirklich nicht gut. Der FC Bayern München hat wirklich eine ganz schwache Leistung da abgeliefert, egal ob offensiv, defensiv. Sie müssen sich bessern und das soll heute eben passieren. Und damit herzlich willkommen hier aus der Allianz Arena zum Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Sevilla. Ja, wir freuen uns auf ein spannendes Spiel, denn der FC Bayern München hat momentan eine kleine Schwächephase und da riecht natürlich so ein Gegner wie FC Sevilla die Chance, hier 3 Punkte aus München mitzunehmen. Platz 1 gegen Platz 6, das verspricht allerdings auch einiges an Spannung. Real Madrid nur 12 Punkte hinter uns. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Es waren schon mal 16 Punkte. Aber, ja, Real Madrid hat sie reingekämpft. So, hier sind wir Robert Lewandowski. 10 Tore. Hier ist momentan der Top-Träger bei den Bayern in diesem Legends Revenge Cup. Und er muss heute mal auch wieder ein bisschen Gas geben. Auch schon 2-3 Spiele her, als er das letzte Mal getroffen hat. Und dann schauen wir direkt auf die Aufstellung des FC Bayern München. Also auf der Bank, Robben und Thomas Müller. Auf dem Platz dafür Douglas Costa, Kingsley Coman, Robert Lewandowski, Arturo Vidal, Xabi Alonso, Mario Götze. In der Abwehr haben wir ja die Top-Besetzung. David Alaba, Philipp Lahm, Jerome Boateng und Javi Martinez. Und im Tor natürlich Manuel Neuer. Und jetzt die Aufstellung vom FC Sevilla. Also, da haben wir vorne Fabio Loriente, Banega, Konoplyanka links, Vitolo rechts, Ibora und Sonsi vor der Abwehr. Beto im Tor. Und hinten haben wir Koke noch gesehen als Rechtsverteidiger. Und ja, Konoplyanka ist Top-Torjäger beim FC Sevilla. Er hat 13 oder 14 Tore schon geschossen. Weiß es gar nicht ganz genau. Das ist eine richtig starke Leistung. Und ich würde sagen, wir legen los. Anstoß gibt's für die Roten aus München. Und jetzt müssen die Bayern wieder mal unter dem Motto, ja, kämpfen und siegen ran. Denn das, was sie in den letzten Spielen gezeigt haben, dass da weder kämpfen noch siegen. Und jetzt muss es heute auf jeden Fall besser werden. Also mit Willen und Wut geht es in die Spiel rein. Und da ist schon Robert Lewandowski. Lewandowski, erste Chance für den Polen. Und dann ist der Torwart Beto dran und der Pfosten rettet auch noch mit. Erste große Chance für die Bayern. Also sie haben es bis jetzt auf jeden Fall schon mal gut umgesetzt mit dem Druck. Erster Ball beim Robert Lewandowski. Erste riesen Torchance für die Bayern. Jetzt gibt es Eckball. So. Und da steht, wer ist denn das? Alonso. Jawohl, Xabi Alonso hat einen guten Distanzschuss. Nimmt die gut an. Alonso mit der Abschluss. Zentimeter, die hier fehlen. Also spektakulärer Auftritt hier in München. Hoi, ich glaube zwar, dass Beto da noch rangekommen wäre, aber ganz ehrlich, das war eine riesen Chance wieder mal für die Bayern. Der FC Sevilla wird hier mal richtig ordentlich empfangen. 5 Minuten gespielt. Und es gab 2 unglaubliche Torchancen für den Gastgeber. So, da ist Koki am Ball. Jerome Boateng greift früh an. Fehlt jetzt natürlich in der Abwehr, aber da hilft Kingsley Coman mit aus. Kingsley Coman macht er stark. Holt sie den Ball und weiter geht's über Jerome Boateng. Der sieht Alonso, der sieht Mario Götze. Und die Bayern im Pressing. So, das ist ein FC Bayern München, der uns gefällt. Von Minute 1 mit voller Offensive nach vorne. So, Costa. Warum läuft Arturo Vidal nicht weiter? Ich weiß nicht. So, der Ball geht jetzt irgendwie weiter zu Arturo Vidal. Er sucht jetzt natürlich die Anspielmöglichkeit für den Costa. Costa mit der schnellen Täuschung vorbei. Costa wieder in das Aluminium. Wieder kann Beto den Ball ans Aluminium ablenken. Und der FC Sevilla, die wackeln hier von Minute an 1. Unglaublich. Weiter geht's. Kingsley Coman. Nächster Angriff läuft schon.
Götze, Götze sieht Lewandowski und wieder ist Beto da. 12 Minuten gespielt. 5 hochkarätige Chancen für den FC Bayern München. Und Beto mit 5 Glanzparaden. So, nächster Eckball für die Bayern. FC Sevilla weiß gar nicht, wo sie verteidigen sollen. Die Bayern immer wieder mit einer neuen Eckballvariante. Diesmal mal direkt als Martinez mit vorne. So, Kingsley Coman kann es hier nicht durchsetzen. Kopfhörer jetzt mal die Chance. Aber der Ball wieder im 16er drin. Aber der FC Sevilla schafft es, ihn mit Ach und Krass sich irgendwie zu befreien. Und zumindest mal für ein bisschen Entlastung zu sorgen. Ja, da geht es über Vitolo. Vitolo verfolgt von Philipp Lahm, der mal ein bisschen auswärtig unterwegs ist auf dem linken Flügel. Langer Ball, Costa ist zur Stelle und wieder die Bayern. Also bis jetzt bringt FC Sevilla wenig bis gar nichts. So, da ist Kingsley Coman. Coman sucht natürlich vorne Lewandowski. Starker Pass zu Lewandowski allerdings, der kommt nicht ganz ran. Aber oh, da wird es gefährlich, der hätte ihn fast nur mitnehmen können, den Ball vom Gegenspieler. Gelingt ihm allerdings nicht. Und der FC Sevilla, klar, die wollen jetzt erstmal den Ball halten, die wollen jetzt erstmal den Ball ein bisschen fühlen. Weil so viel hatten die vom Ball bis jetzt noch nicht. Die Bayern unglaublich aggressiv in dieser ersten Anfangsphase. Und jetzt, ja, jetzt heißt es mal wieder den Ball zu erobern. So, da Philipp bleibt im Kopfball. Gut, da tut es sich natürlich schwer, der kleine Philipp. Und jetzt Konoplyanka mal im 16er und es wird gefährlich. Konoplyanka, Philipp Lahm hilft hinten raus in der Mitte. Weiter geht's über Douglas Costa und ab geht's jetzt nach vorne. So, jetzt kommt der Bayern Express wieder über Götze. Mario Götze. Götze nicht so richtig angegriffen, darf da schon ein paar Meter durchlaufen. Weiter geht's zu Lewandowski. Lewandowski sucht natürlich Costa und sofort ist die Stimmung wieder da im Stall. So, Douglas Costa in der Mitte. Costa und da wird er zwar im Strafraum von den Beinen geholt, aber alles im fairen Bereich. Starker Zweikampf von der Abwehr bei den Spaniern und das war Alonso ein bisschen unfair. Spiel läuft trotzdem auf Vorteil weiter. Denn der FC Sevilla bleibt erstmal am Ball und jetzt Konoplyanka, da kommt Götze nicht hinterher. Chance wieder für den FC Sevilla, die jetzt munterer werden, aber das war auch wieder nichts. Weiter geht's über Arturo Vidal. Er ist natürlich auch momentan in einer überragenden Form. Arturo Vidal sehr präsent auf dem Platz. Da ist Xabi Alonso. Sucht natürlich vorne den Top-Torjäger Robert Lewandowski. Lewandowski, das wird schwer auf engstem Raum. Trotzdem bringt er den Ball nicht aufs Tor. Der Gegenspieler im letzten Moment dazwischen. Eckball wieder mal für die Bayern. Die momentan nicht mehr so gut durchkommen wie in der Anfangsphase. Der FC Sevilla hat die Abwehr ein bisschen stabilisieren können. Nächste Chance wird es aber mit diesem Standard geben. So, da ist Kingsley Coman. Ein bisschen Zeit. Coman. Flanke ist interessant. Nah ans Tor angeschlagen. Wäre trotzdem gefährlich geworden, wenn da einer gestanden wäre. So, jetzt Koke am Ball. Halbe Stunde ist gespielt. Der FC Sevilla hat sich mittlerweile wieder gut gemausert. Lewandowski schnappt sich allerdings diesen Ball. Jetzt Lewandowski. Ab nach vorne, da ist Alonso. Alonso sucht Arturo Vidal. Vidal jetzt mal als Mittelstürmer ganz kurz. Arturo Vidal! Und er ist drin! Jetzt ist es passiert. Es ist die 33. Minute. Und der FC Bayern München führt dank Arturo Vidal mit 1:0. Da hat es dann doch gescheppert im Tor. Alonso sieht Vidal, der ist vorne mal und dann zieht er ab, der ist stark geschossen, der ist überragend platziert einfach. Arturo Vidal, ja, nicht blind drauf gehämmert, sehr stark platziert, da gibt es nichts zu halten für Beto. Und die Südkurve springt auf, denn der FC Bayern München führt mit 1:0 gegen den FC Sevilla. Arturo Vidal trifft in der 33. Minute. Im Großen und Ganzen ist das verdient. Die Bayern waren das stärkere Team. Und jetzt muss natürlich der FC Sevilla ein bisschen mal mehr tun. Die hatten bis jetzt noch keinen einzigen nennenswerten Torabschluss. Und die Bayern sofort wieder aggressiv mit Alonso. Alonso zu Lewandowski. So, nächste Chance. Der Ball ist ein bisschen zu weit. Oh, das wäre es gewesen. Direkt das 2:0 hinterher. Aber diesmal konnte sich der FC Sevilla aus dieser Affäre rausziehen. Aber die Bayern holen sie den Ball. Kommt schon Alonso. Ey! Nur noch ein Foulspiel gegen Alonso. So, jetzt Tremolinas. Gegen Philipp Lahm. Tremolinas mit der Hereingabe. Chance wieder da für den FC Sevilla. Die erste. Aber der wird abgefälscht und Boateng ist zur Stelle. Und jetzt soll es natürlich schnell gehen. Da ist Costa. So, und jetzt die Bayern mit ein bisschen mehr Platz, nachdem der FC Sevilla jetzt hinten aufmacht. Ein bisschen. Und Costa lässt sich jetzt hier mal nicht lumpen. So, Costa gegen Tremolinas. Der letzte Schuss ist die Chance. Da ist in der Mitte Lewandowski und das ist 2:0. Das ist easy. Easy, easy. Costa mit dem Traumpass für Lewandowski und den kriegt die natürlich perfekt auf den Fuß. Und
Und das ist die 39. Minute und der FC Bayern München führt mit 2:0. Lewandowski komplett allein gelassen, er muss nur den Fuß drauf halten und der schiebt den Ball da ins Tor ein. Beto ohne große Abwehrchance, da hat ihn seine Abwehr ausnahmsweise mal wieder verlassen und der FC Bayern München führt mit 2:0. Robert Lewandowski, die 40. war es schon. 11. Tor von Lewandowski im Legends Revenge Cup. Ja, damit festigt er natürlich Platz 4 hinter Ronaldo, Konoplyanka und Wayne Rooney in der Top-Torjägerliste. Aber will natürlich nur ganz nach oben, wobei ganz nach oben schwer wird, weil Ronaldo schon 17 Tore hat. Aber wer weiß, heute ist anscheinend einiges möglich. Aber man soll beim 2:0 sein Maul nicht zu weit aufreißen. Das ist schnell mal Kipper. So, wieder Tremolinas gegen Philipp Lahm. Wieder ein hartes Duell. Die Flanke geht zwar in die Mitte und ja, Boateng macht das wieder sehr, sehr stark. So, nächste Chance. Arturo Vidal. Vidal aber wieder abgedrängt. Weiter geht's zu Alonso und der schickt Mario Götze. Götze macht das stark. Stark und wieder gefault. Mann, das muss doch nicht sein. Unnötiges Foulspiel an Götze. Hat hier einen guten Lauf. So, und jetzt Martinez beim Freistoß. Weiter geht's zu Arturo Vidal. Ah, Vidal, das war nicht so gut. Gefährlich jetzt natürlich. Loriente wird er schnell umschalten. Oh, da hängt der Martinez ab. Stark gemacht von Loriente. Flanke ist gut. Da ist Martinez. Ey, da ist Philipp Lahm gefordert. Und ich weiß nicht, wer der abschließende war bei FC Sevilla. Auf jeden Fall ist die Chance wieder für die Bayern zum Gegenangriff. Und dann pfeift der Schiedsrichter leider die erste Halbzeit ab. Aber bis jetzt läuft es sehr, sehr gut bei den Bayern. Der FC Bayern München führt mit 2:0. Robert Lewandowski und Arturo Vidal, die Torschützen. Ja, nach einer überragenden Anfangsphase, die ersten 15 Minuten waren echt bombenstark von den Bayern, hat es in der 33. und der 40. Minute zum ersten Mal und zum zweiten Mal gescheppert im Tor. Der FC Bayern München führt damit mit 2:0 gegen den FC Sevilla, die wenig dagegen gehalten haben. Und jetzt die ja, Halbzeitstände aus den anderen Stadien. Also, wie sieht's denn aus? Dortmund führt, Atletico führt, Real Madrid gegen den FC Barcelona unentschieden momentan und der Manchester United unentschieden gegen Chelsea. Also momentan machen unsere Konkurrenten wieder sehr viele Fehler. Mal schauen, ob wir uns Pfosten wieder ausbauen können. Jetzt geht's auf jeden Fall los hier mit der zweiten Halbzeit in der Münchner Allianz Arena. Der FC Bayern München gegen den FC Sevilla. Und jetzt sind wir also auf eine zweite Halbzeit gespannt. Ich hoffe nicht. Ja, genauso hochklassig wird wie die erste. So, Konoplyanka am Ball. Flanke ist gut. Neuer zur Stelle. Macht er gut. Und Kingsley Coman schnappt sich. So, Kingsley Coman gegen Zonzi. Setzt sich hier durch. Und ab geht's nach vorne. So, Alaba. Lauf mit. Komm, Alaba. Jetzt lässt er. Ja, warum? Komm, Alaba. Lauf doch mit. So, jetzt ab der Ball in die Mitte. Da ist Mario Götze. Götze sieht aus und Philipp Lahm. Und die Bayern sofort wieder mit Tempo. Wobei der FC Sevilla nicht mehr so defensiv steht. Schade. Der Ball kommt leider nicht mehr bei Philipp Lahm an. Von Arturo Vidal und jetzt Konoplyanka. Also, es wird, glaube ich, ein munteres Hin und Her in der zweiten Halbzeit. Der FC Sevilla will natürlich irgendwie nur den Ausgleich schaffen. Die Bayern werden die Räume nützen wollen, wenn der FC Sevilla offensiv wird. So, Götze. Götze, stark Götze. Nächste Chance, ich würde meinen. Langer Ball. Und Kingsley, komm, komm nicht ran. Beto ist zur Stelle und Beto durchs der Not ins Aus. So, Einwurf geht für die Bayern. Ersten Wechsel. Ne, Ball muss entsorgt werden. So, jetzt David Alaba. Mit dem Ball zu Philipp Lahm. Der schaltet sie momentan auch sehr offensiv ein, muss man sagen. Für den Rechtsverteidiger. Interessant. So, Lahm. Oh Gott, das sollte eigentlich zu Lewandowski kommen. Die Steuerung hängt momentan ein bisschen. So, jetzt Vitolo. Dann der Ball. Die Bayern versuchen hier zu stören, schaffen es aber nicht effizient. Sevilla kombiniert sich durch. Und es gibt den Schall. Konoplyanka, weiter geht's zu Banega. Und der spielt erstmal zurück. Eieiei, das ist nicht die richtige Richtung für den FC Sevilla. So, da ist Loriente am Ball. Weiter geht's zu Koke. Da ist wieder Loriente, Loriente, Loriente mit der Chance zur Flanke. Die wird geblockt. Konterchance da für die Bayern. So, David Alaba. Jetzt soll es natürlich schnell gehen. Alaba, weiter geht's zu Coman. Da sieht Lewandowski. In der Mitte läuft wieder Arturo Vidal mit. Der bekommt jetzt die Kugelchance da zum 3:0. Vidal! Und da ist es! 3:0. Die Bayern konnten eiskalt. Und da ist Arturo Vidal, der so einen Doppelschlag macht in der 60. Minute. Lewandowski, der Pass im perfekten Moment, Arturo Vidal mit links angenommen, mit rechts abgeschlossen. Klasse, klasse gemacht von den Bayern, da sitzt der Konter
Jetzt sind es noch 30 Minuten zu spielen. Der FC Bayern München führt mit 3:0 gegen den FC Sevilla. Das ist doch die richtige Antwort auf die angesprochene Krise. Arturo Vidal, fünftes Tor von ihm im Legends Revenge Cup. Und jetzt muss der FC Sevilla schon ein bisschen zaubern. Ja, das Spiel in der Hinrunde in Sevilla endete mit 3:0. Mal schauen, ob es hier und heute mehr Tore gibt als in der Hinrunde. So, Banega am Ball. Weiter geht's zu Koke. Der FC Sevilla versucht jetzt natürlich mit allem, was sie haben, nochmal dagegen zu halten. Sie wollen sie natürlich nicht so einfach absnacken lassen. Aber die Bayern beweisen ja auf jeden Fall Moral, kommen wieder zurück nach zwei richtig schwachen Spielen schon fast. Und das ist die nächste Chance. So, da ist Götze. Götze sieht Costa. Nächste Chance rüber. Douglas Costa. Costa. Oh, Götze steht im Weg. Trotzdem noch die Chance da für die Bayern. Da ist Lewandowski. Robert Lewandowski rein. Das 3:0 vorgelegt. Jetzt ist natürlich selber Mann. Das 4:0 macht es. Jetzt ist die Schießbude offen. Und Lewandowski schlägt zu. 67. Minute. Der FC Sevilla ist am Boden. Und der FC Bayern München trampelt fröhlich drauf rum. Robert Lewandowski, der Ball ist eigentlich schon weg und trotzdem ist er drin. Da sieht er die Lücke bei dem Verteidiger Beto im Tor. Eigentlich wieder ohne Chance und das ist das 4:0 für den FC Bayern München. Die Schießbude München legt richtig los am heutigen Tage. Robert Lewandowski, 12. Tor von ihm. Ich habe gesagt am Anfang, er muss sich heute mal wieder reinhängen und Tore machen. Und er macht einfach mal einen Doppelpack. So, wir wechseln aus. Costa, der voraus, Robben kommt. Außerdem Thiago für den komplett erschöpften Götze und Alonso auch raus. Für ihn kommt Holger Badstuber und für den Tom Martinez ein bisschen nach vorne. Genau. Also, 3 verwechselt beim FC Bayern München. Standing Ovations gibt's von den Bayern-Fans. Heute wieder mal eine überragende Leistung. So hätten wir sie in den letzten Spielen auch gebraucht. Aber ganz ehrlich, man muss nicht jedes Spiel gewinnen. Es muss natürlich auch mal eine Schwächephase dabei sein. Und jetzt geht's weiter. 23 Minuten noch zu spielen in der Allianz Arena. Ich glaube, der Sieger ist hier schon geklärt, wer das wird. Die Frage ist nur, schafft der FC Sevilla den Ehrentreffer? Oder legen die Bayern noch ein paar Türchen drauf? So, und da ist der Ehrentreffer. 70. Minute. Der FC Sevilla zumindest mit dem Ehrentreffer. Ja, da schauen sie die Bayern an, was da los war. Keiner weiß so wirklich, was los war. Auf jeden Fall nur noch 4:1. Alaba kommt nicht ran, da kommt ein schöner Pass. Badstuber steht schlecht und das ist ein wunderschöner Abschluss. Manu Neuer hat eigentlich da keine Chance, irgendwas zu halten. Und prompt könnte es hier vielleicht wieder spannend werden, Fragezeichen. Ich glaube zwar ja nicht. Klar, das Tor kommt jetzt zur schönen Zeit für den FC Sevilla, aber es sind nur noch 20 Minuten zu spielen und es steht immer noch 4:1 jetzt. Vitolo, 70. Minute, okay, das war ein kleiner Dämpfer für die Bayern und jetzt sind wir natürlich gespannt. Der Ehrentreffer ist gefallen, mal schauen, ob sie den Anschluss wiederherstellen können. Dazu bräuchten sie natürlich 2 Tore. Und jetzt Robben, natürlich frisch auf dem Platz und gleich mal sehr präsent. Robben zu Lewandowski und er will, oh, nicht, wenn er den irgendwie vorbeibringt oder zu Coman ablegt, dann steht sie wahrscheinlich 5:1. So, aber jetzt... Jetzt wird der FC Sevilla frech. So, jetzt sind wir mal gespannt. Wieder Vitolo. Torschütze zum 4:1. Aber dieser verliert den Ball gegen David Alaba. Und die Bayern kommen über Robben. Der hat natürlich nur Kraft. Der hat Spaß. Und der geht jetzt gegen Tremoniers in den Zweikampf. Kommt damit viel Glück ein bisschen vorbei. So, jetzt Robben. Chance wieder da für die Bayern. Wird aber von Tremoniers hart bedrängt. Und dann wird er von den Beinen geholt. Fairer Zweikampf. Fairer Zweikampf von Tremoniers. So, Wechsel beim FC Sevilla steht an. Vitolo, der Torschütze, geht raus, zusammen mit Loriente, Gamero und Reyes kommen. Ein Hof ausgeführt, da ist Robben. Ah, da verliert er den Ball, da will er es alleine machen. Und jetzt kommt wieder der FC Sevilla. Also wir sind ja gespannt, ob hier noch was drin ist. Ja, das war ein Foul von Martinez. Taktisches Foul, so nennt man das auch sehr, sehr gerne. Freistoß jetzt für den FC Sevilla. Schnell ausgeführt, Arturo Vidal versucht er zu stören, aber der FC Sevilla bleibt dran. Nächster Bein ist 16er, neuer zur Stelle. Weiter geht's über Thiago. Zu Robben spielt. Robben tut sich gegen Tremolina schwer. Nächste Chance. Wieder ist Neuer zur Stelle. Komm schon. Oh, das war eine schlechte Entscheidung. Uiuiui. Das ist immer mega riskant. Neuer, was machst du denn? Du sollst ja nur zum Alaba werfen.
So, jetzt also wieder mal Einwurf für den FC Sevilla, die jetzt in der Schlussphase nochmal ordentlich draufdrücken. Ja, die Bayern haben anscheinend nach dem 4:0 ein bisschen aufgehört mit dem Fußballspielen. Kommen nicht mehr wirklich raus aus dem 16er. Nächste Chance, ja wieder kein Problem, Neuer zur Stelle. Und jetzt sucht er natürlich von den Lewandowski, der immer mehr Platz bekommt, weil der FC Sevilla immer offensiver wird. Ja, die Bayern, jetzt ein Ballgewinn, das wäre jetzt natürlich gut gewesen. 5 gegen 2 dann. So, jetzt Tremolinas macht das stark gegen Lewandowski und gegen Robben. Allgemein, der FC Sevilla wird jetzt interessant stark auf einmal. Klar, die Blamage! Ey, das gibt's ja nicht! 4-2! 4:2! Die Bayern lassen sich gerade ordentlich einschenken. Ja, jetzt wird's nochmal spannend hier. Der FC Sevilla kommt hier tatsächlich nochmal zurück. Die Bayern müssen mal wieder anfangen zum Fußballspielen. Gnadenloser Schuss hier. Und er ist drin. Und das war Basten Zonzi. Könnte natürlich sein. Werden wir auf jeden Fall gleich sehen. Ja, Manuel Neuer hatte nichts zu sagen. Er ist Volley abgenommen. Und dann steht es hier auf einmal nur 4:2. Die Bayern lassen sich in der eigenen Arena 2 Tore einschenken. Es war ein Zonzi. 86. Minute. Jetzt wird es natürlich interessant. Sevilla ist heiß. Sevilla ist richtig heiß. Wenn die hier das Ding noch irgendwie zum Ausgleich bringen. Ja, hei, hei, hei. Was dann bei den Bayern los ist, will ich gar nicht wissen. Ballverlust hier auf jeden Fall von den Bayern über Philipp Lahm. Und jetzt sofort wieder der FC Sevilla, Badstuber, starker Zweikampf. Und jetzt wollen die Bayern auch mal wieder. So, Alaba. Viel Platz drüben für Robben. Sieht aber nur Vidal. Vidal mit dem Ball zu Robben. Robben, da ist es 5:2. Jetzt geht es hier nochmal richtig ab. Also, die Bayern nochmal mit dem Tempo. Und dann steht es hier in der 90. Minute 5:2. Ein unglaubliches Spiel. Vidal mit dem Pass zu Robben. Und er nimmt den Volley, hämmert ihn rein ins Tor. Ja, da gibt es auch nicht viel zu halten. So, die Bayern-Fans sind auch wieder da. Nach der kleinen Schockstarre melden sich die Roten aus der Südkurve also auch mal wieder zu Wort. Und Robben ist es. Arjen Robben, 7. Tor von ihm im Legends Revenge Cup. 90. Minute. Ja, irgendwann mussten die Bayern mal wieder ein bisschen anziehen, weil das konnten sie nicht gefallen lassen. Wie gesagt, wenn das hier gekippt wäre, ein 4:0, dann wäre ich nicht gerne in der Haut eines Bayern-Spielers. So, aber jetzt wieder mal der FC Sevilla über Konoplyanka. Flanke ist interessant und wieder der Abschluss. Zum Schluss wird es hier nur ein freudiges Tor schießen, so wie es aussieht. So, nochmal der Abschluss von Manu Nana vorne. Als Vidal setzt hier durch, weiter geht's zu Kingsley Coman, der verliert den Ball. Sevilla ist jetzt so unglaublich kampfstark. Wenn die so in das Spiel gestartet werden, dann sind sie Punkte mitgenommen. So, also das war es hier auf jeden Fall aus der Allianz Arena. Der FC Bayern und der FC Sevilla trennen sich mit 7 Toren. 5:2. Spektakuläres Spiel. Die Bayern hatten am 4:0 alles im Griff. Und dann haben sie auf einmal aufgehört, Fußball zu spielen. Dann haben sie komplett aufgehört, Fußball zu spielen. Kassieren 2 Tore. Robben in der letzten Minute macht dann doch nochmal den Sack zu. 5:2. Wie gesagt, wenn der FC Sevilla von der ersten Minute an so stark begonnen hätte, wie sie jetzt die letzten 30 Minuten gespielt hätten, die letzten 20 Minuten, dann wäre das nicht so einfach geworden für die Bayern. Gut, Vidal, Lewandowski und Robben, die Torschützen bei den Bayern. Man muss aber auch sagen, die Anfangsviertelstunde der Bayern war unglaublich stark. Und zum Schluss, ja, war es eine ordentliche Partie, würde ich sagen. Also hier nochmal das freudige Torschießen. Ja, viele Chancen haben beide nicht gebraucht. Die Torhüter waren heute nicht topfit. Lewandowski natürlich mit Abstand der Beste. Dann kommt Alonso, Costa waren auch mit dabei. Thiago schwach. Vidal auch sehr, sehr stark. Zwei beste Spieler heute. Und ja, wobei die zwei Tore geschossen haben, haben sie doch nur so schwach benoten bekommen, unsere Gegner vom FC Sevilla. Finde ein bisschen schade. Gut, dann würde ich sagen, was macht die Konkurrenz? ManU gewinnt, Real Madrid gewinnt. Gut, also, alle bleiben auf Gleichmarsch. Und Skrill hat sich verletzt. Und beim nächsten Mal müssen wir gegen Manchester City. Und die sind momentan auf Platz 4. Also, nächstes Mal gibt es dann wieder ein absolutes Topspiel. Der FC Bayern München immer noch 12 Punkte vor Real. 13 Punkte vor Manchester United. Dann kommen Loch zu Manchester City, dem FC Barcelona und dem FC Sevilla. FC Sevilla hat natürlich jetzt ordentlich eingesteckt. Die Bayern haben jetzt den besten Sturm. Mit 56 Toren vor Manchester United und vor Real Madrid. Und ja, wird interessant. So, wie sieht es unten aus? Besiktas Istanbul letzter. Zenit St. Petersburg, Rom. Liverpool hat sich ein bisschen rausgespielt. Und Juve hat sie auch rausgespielt. Und Dortmund 8. Ja, die haben ein bisschen geschwächt die letzten Spiele.
Nur zwei Unentschieden haben sie da, glaube ich, geholt. Und die letzten drei Spiele, nicht so gut. Ja, Top-Torjäger, das sieht jetzt auch wieder ein bisschen besser aus für uns. Lewandowski sichert Platz 4. Hat Chance ja auf Platz 2, wobei, oh, der Ronaldo, der ballert momentan alles weg. 19 Tore. Der hatte vor zwei Spielen noch 14 Tore. Oder 13 sogar. Ich glaube, 13 hat er bloß gehabt. Der ballert alles weg. So, wie sieht es denn sonst aus? Robin ist jetzt natürlich mit dabei. In den Top 25, aber sonst sieht es eher mau aus. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal Topspiel gegen Manchester City. Macht's gut und bleibt dabei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.